Millionen von Fotografen haben sich schon an ihm versucht. Alle mit demselben Problem. Dieser Turm ist einfach zu hoch, um ihn vernünftig ins Bild zu bringen. Der Hintergrund ist zu hell, also ich denke mal, vielleicht taugt auch mein Foto nichts. Nein, es liegt nicht am Apparat. Vielleicht sollten wir es hinlegen, ja. Man kann das Münster natürlich auch in Abschnitten fotografieren und zusammensetzen. Aber das Ergebnis befriedigt nicht wirklich. Wie ist das eigentlich mit dem Rekordprädikat? Ist das wirklich der höchste Kirchturm der Welt? 161,53 Meter, das kann man glauben, man kann es aber auch messen. Ein Expertenteam der ARD hat das schon getan. Also immer weiter im Kreis. Jetzt sind wir schon höher als die kleinen Nebentürme des Münsters. 768 Stufen bis zur obersten Aussichtsplattform. Eine ganze Sendung mit der Maus lang. Dazu kletterte erst einmal ein Mitarbeiter der Wartungsfirma für den Blitzableiter bis ganz nach oben und ließ ein Lot hinab. Und dann rechnete das Mausteam von oben nach unten den gesamten Münsterturm zusammen. Mit erstaunlich treffsicherem Ergebnis. Nur 15 cm unter der offiziellen Höhe. Die Konkurrenz kann da nur neidvoll nach oben blicken. Das Straßburger Münster war mal Rekordhalter, abgelöst vom Kölner Dom bis 1890. Dann kamen die Ulmer. Voraussichtlich in 11 Jahren ist in Barcelona leider dieser Grada Familia fertig mit 170 Metern. Ein Trost für die Ulmer, ihr Münsterturm ist mehrfach neu entworfen worden. Das Stadtarchiv hütet wertvolle alte Aufrisse. Aus denen lässt sich errechnen, wie hoch der Turm wäre, wenn bereits der erste Entwurf gebaut worden wäre. Dieser Palaturm wäre 181 Meter hoch geworden, also 20 Meter höher als der jetzige Münsterturm. Der rechte Turm wurde gebaut, der linke nicht. Es hat nicht sollen sein. Was bedeutet den Ulmern das Münster? 20.000 Menschen passen da rein. Das Münster ist von den Bürgern der Stadt finanziert, nicht von der Kirche oder vom Staat. So etwas bindet. Eine Ausstellung im Münster zeigt gerade, wie die Ulmer zu ihrem Kirchenbau stehen. Außerdem mussten sie den Bau ja mehrfach retten. Zuerst im 15. Jahrhundert, als er fast auseinanderbrach. Es sind Risse aufgetreten, es sind Steine aus dem Mauerwerk gebrochen, sodass man ganz schnell Notmaßnahmen ergreifen musste. Also ein Stück weit haben die damaligen Baumeister halt auch mit Gottvertrauen gebaut und mit Vorstellungen und mit einer Welthaltung, die uns heute fremd ist. Zwei solche Säulenreihen wurden damals zusätzlich eingezogen. Sie erst machten das Münster zur fünfschiffigen Kirche. Das unterbrochene Wappen zeigt, wo das geschah. Der Münsterturm wurde erst im 19. Jahrhundert tatsächlich gebaut. Wie feiert die Stadt den Turm? Mit optischen und auch akustischen Höhepunkten. Ein Klangfest mit 400 Mitwirkenden auf dem Münsterplatz wird am Jubiläumswochenende zweimal aufgeführt. Im Münster selbst zeigt ein Modell mit 7 Metern Durchmesser die Jahreszeiten der Sonne. Und im Münster ist auch noch ein anderes Modell aufgebaut. Das Münster, gebaut aus Legosteinen. Zumindest ist das leichter zu fotografieren als das Original.